Willkommen zurück, Leute, zu The Most Fun Killer Builds. Heute geht's mal rein mit Rin und einem Hardcore Chase Build. Und da haben wir einmal mit dabei das Modi Sport Style Cap Add-on, damit wir 10% schneller moven, aber keinen Downside haben, so wie Mother Daughter Ring. Dann haben wir noch die Rusty Flute mit dabei, damit wir unsere Power halt um 40% schneller rechargen. Ist einfach ein mega krasses Add-on. Also wir können die Power oft nutzen und wir können schnell und speedy as fuck während der Power sein. Dann haben wir wegen dem Speedboost auch noch Pop mit dabei. Wenn wir einen Survivor hooken, haben wir 45 Sekunden Zeit, um den Generator zu poppen, wobei dann 30% des momentanen Progresses entfernt werden. Dann haben wir Sloppy mit dabei, würde ich einfach auf Rin immer empfehlen, damit die Survivor eben so lange injured bleiben wie möglich und wenn man sie unterbricht, während dem Heilvorgang eben der Healing Progress auch wieder zurückgeht. Dann haben wir mit dabei Blood Favor und Undying Kombi. Undying einfach nur da, um das andere Hex-Totem zu beschützen, und zwar Blood Favor. Und zwar bekommen wir einen Hit auf einen Survivor, dann werden Paletten in einem 32 Meter Radius für 15 Sekunden blockiert. Kennt man schon, man merkt, glaube ich, Blood Favor, einer meiner Lieblings-Hex-Perks, Sloppy, Base-Perk auf Rin und generell Pop einfach mega, mega sick auf Rin, einfach wegen Movement Speed und einen kleinen Slowdown noch mit dabei zu haben, der schön mit der Power zusammenpasst, ist ja auch ganz nett. Deshalb gehen wir auch mal rein, let's go, oh mein Gott, ich bekomme keine Luft mehr, holy shit. Okay, ja, die Ansicht ist wieder so, wie wir sie kennen bei Rin am Start, aber let's go, mal rein, schön. Ja. Düsen wir mal ein bisschen um die Map. Man merkt schon, ja, Speed, oh, Speedy, ui, ui, ui. Unsere Totems würden wir natürlich gerne beschützen. Deshalb gehe ich mal direkt hier in Range, dass ich mal gucken kann. Das eine ist leider gar nicht gut geplaced für uns. Das eine ist gar nicht gut geplaced. Da sehe ich auch direkt jemanden schon. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht jemand genau das macht, ja. Okay. Achso, ui, ui, ui. Upsi, dupsi. Habe ich da gerade sehr interessante Plays gesehen? Ja, habe ich. Holy shit, interessant, okay. Da drüben war noch jemand, das hat mich ein bisschen verwirrt gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ey, ist okay. Leider keine Value vom Blood Favor bekommen, aber jo. Ja. Das war jetzt nicht so der Move, würde ich mal behaupten. Aber ey, ist okay. Man könnte tatsächlich auch noch sagen, yo, save the best for last statt Pop zum Beispiel. Wäre wahrscheinlich auch ziemlich nice, aber ich will hier nicht zu sehr übertreiben. Hallo, beruhigen wir uns mal bitte hier. Mal ein bisschen ruhiger bleiben. Oh, durch mich durchgelaufen, schön gespielt. Ja, drop die Pellet, ist mir fein. Da habe ich gar nichts dagegen. Oh, die Rescue neben mir. Okay. Oh ja, interessant. Sehr, sehr interessant sogar. Okay. Ja, das habe ich gehört. Ihn ein bisschen scaren wegen Blood Favor. Er ja, hat hier schön Distance. Junge, der Dreher war ein bisschen awkward gerade, muss ich sagen. Der war wirklich ein bisschen awkward, aber ey. Angenommen, mitgenommen. Holy shit, ich dachte schon, ich hätte das nicht. Ich dachte ehrlich, ich hätte das nicht. Nein! Die ist direkt wieder dran gegangen, oder was? Ja, dann gehen wir wenigstens Main schauen. Mit der hier nicht. Ja, okay. Auch gut progressed auf jeden Fall schon. Aber der wird hier nicht fertig gemacht. Aufpassen, dass ihr keine heidet. Sage ich jetzt wahrscheinlich und sehe niemanden. Obwohl da jemand ist. Oh, diese Pflanze macht mich wahnsinnig manchmal, ne? Die sieht echt so aus wie so ein Survivor. Ein Pflanzen-Survivor. Okay. Wir gehen mal hin, weil da wird jemanden für Rescue kommen jetzt. Ja, dachte ich mir schon. Oh, ich dachte, oh mein Gott, ich dachte gerade, das leuchtende Tote mich. Ich bin so lost, Hilfe. Lost Alarm. Okay. Ja, okay. Ein bisschen abwarten, nice. In letzter Zeit ist Dad halt irgendwie wieder beliebter. Finde ich sehr interessant.
Okay, da ist wieder wer hochgelaufen. Das heißt, wir können direkt wieder gegenpoppen wahrscheinlich. Sie kennen beide tot im Spot, solange sie aufmerksam waren. Das war stupid. Sorry, aber das war echt nicht so gut. Zack. Bruder, wo bist denn du? Aha, da haben wir dich auch schon. Ja, okay. Sehr interessant. Joa. War ein nice Try. Aber nicht gut genug. Na, lass uns direkt mal wieder zurückspeeden. Weil hier werden wir den Anhub gleich erleben. Oh, schade. Schön auf die andere Seite geswitcht. Läuft jetzt durch. Zack. Protection genommen. Nice. Sie läuft leider ziemlich hart in die Richtung von ihrem Mate. Weiß ich nicht, warum sie das macht. Sie geht selbst für den Unhook und opfert ihr Leben dafür. Okay. Interessanter Move. War das überhaupt ein Offer? Das war ein Offer, ich werde euch alle umbringen. Habe ich da nicht gerade einen kleinen Walter gehört? Oh. Warte, was? Über mir macht einer eine Chess? Oh mein Gott, das kannst du mir jetzt nicht erzählen, oder? Was? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand wirklich eine Chest da macht. Ich habe das noch nie mitbekommen als Killer. Das ist wirklich mein erstes Mal. Crazy. Aber ey, für alles bekommt man hier ein erstes Mal. Ich finde Blood Paver auch so geil auf Rennen einfach, weil die haben so Angst, die laufen dann wirklich wie kopflose Hühner durch die Wälder einfach nur noch. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Zack. Okay. Aber wie gesagt, natürlich hättet ihr noch mehr Nutzen, wenn ihr Save the Best for Last statt Pop mit reinnehmen würdet. Aber ich liebe Pop einfach. Ich liebe Pop auf Rin und Sloppy ist sowieso auch immer so ein Safe-Pick. Könnt ihr natürlich auch Undying rausnehmen. Ist ja nicht so, als wäre das ja ein Safe-Spot. So, dann schauen wir aber mal zurück zu dem gerade oben, weil sonst ist hier gar nichts los. Okay. Ja, nee, hier oben ist auch nichts los. Sehr interessant, dass du hier chillst die ganze Zeit. Okay. Das war auch ein bisschen weird. Oh, was? Wann wurde das gedroppt? Habe ich das gerade nicht mitbekommen? Warte mal, was? Hä? Okay. Ja, gehen wir hier mal nach Main Building chasen, das ist meistens nicht so geil. Und vor allem auch die Verletzten zu chasen ist natürlich auch geiler. Okay. Wir sind ready. Ja, das war ziemlich offensichtlich, dass sie da in der Situation zur Palette laufen wird. Und ein Hook direkt daneben. Let's go. Da drüben wissen wir, dass in dem Bereich noch jemand ist. Totem vielleicht gerade? Nee, alles clear hier. Aber nicht ganz verbrauchen, auch wenn schon fast ganz war, ne? Wundert mich aber ehrlich, dass sie die Totems nicht cleansen. Bei Blood Favor gegen Rinn ist halt schon eine Ansage, ne? Ja. Kritische Situation, sage ich mal, dass du dein Leben hier opferst für den Generator, aber deine Sache. Sehr interessant gespielt. Das Low Vault war ein bisschen, ja, zu viel. Aber, ah, ja. Einfach warten, bis die Power wieder back ist. Oh, oder sie misplayed. Hä? Oh, was? Die hat gefailt. Ich musste zuschlagen. Trotz Deadheart abwarten, weil sie sonst die Pellet droppen konnte. Aber sie ist von der Pellet weggedeadheart. Ich konnte die Pellet Body blocken. Das war legendary. Okay, das mag ich. Das mochte ich gerade ehrlich ziemlich sehr. Das war schon funny gerade. Schön rüberdüsen, weil die healen sich da wahrscheinlich. Jo. Bekommen den Heal wahrscheinlich aber auch fertig. Ja, auch. Meine Aussagen sind immer korrekt. So. Oh, ich dachte, ich könnte hier schön Fakey Fake machen, aber nee.
Oh, nee. Stupid. Aber okay. Ich wollte ehrlich gesagt nicht mal zuschlagen, deshalb war es auch so ein Shorted. Oh. Da merkt man wieder, dass drin 110 ist. Das war zu offensichtlich. Jetzt Totems zu zerstören ist auch ein bisschen spät. Aber immer noch akzeptabel. Das war ein bisschen greedy. Das war auf jeden Fall ein bisschen greedy. Haben wir Nier kein einziges Mal gehookt oder kommt mir das nur so vor? Bin ich dumm? Oder haben wir Nier wirklich kein einziges Mal gehookt? Sie ist doch Deathhook jetzt, oder? Ist doch Deathhook, oder? Ja. Okay. Wir haben Nier wirklich... Was? Okay. Hab ich gar nicht kommen sehen. Nicht ganz ehrlich. Aber okay. Wir wissen, dass sie hier in der Area war. Ja. Gehen wir einfach mal die Straße ab. Schön durch hier. Nope. Shaq vielleicht einfach gespawnt. Oh. Hallo. Girl. Es geht. Schönen Tag heute, oder? Das ist halt ein Garden of Joy Offering gewesen, ne? Weiß nicht, ob ich das halt auf Assi durchspielen soll oder nicht. Oh. Oh. Das war sehr gut gespielt. Das war sehr gut gespielt. Toll. Ha, die Teabags, obwohl ihr voll verkackt habt. Hä, warum? Ich hätte auch einfach Assi spielen können und dich nicht hitten wollen, Bruder. Warum sind Menschen so? Ihr habt wirklich einfach verloren halt. Verstehst du das überhaupt so? Aber okay. Made for this, Dead Hard, Ho, Brazilians, ja, normales Bild. Made for this, Live, Windows und Autodidact? Aber Made for this und Live? Okay. Spine Chill? Es gibt Menschen, die noch Spine Chills? Ich verstehe gar nichts. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Ich verstehe die T-Bags auch gar nicht. Stimmt, oh mein Gott, ich muss wieder anfangen, damit die Profiles anzusehen. Ich warte doch noch ein bisschen mit Ciao sagen. Ja, keine Information gegeben. Ja, fängt ja schon mal wieder gut an mit dem ganzen Durchschauen hier. Macht ja wieder mega Spaß. Macht hier mega Spiel. Ja, okay, da jemand mit gut 2000 Stunden. Ja, okay. Das war's auch schon wieder. Nice. Ja, Nier, bei dir hätte ich es gern gesehen. Du T-Bag, du kleiner Toll, oder?